minute. Who are you? Schau, Schatz, gelbes Murmeltier. Schau, Schatz, gelbes Murmeltier. Hello again, meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr mich angeschaut habt. Keller, Neues, David Nunes. Mindestens 10 Nationen. Squad-Bilder, Bettelröhnchen. Ja, meine Freunde, bei den Teasy-Jungs haben wir ja ein 11 verschiedene Kartentypen SBB gemacht. Das wollte ich jetzt hier nicht nochmal machen, weil das war erstmal die Idee von den Jungs, dazu machen. Aber ich habe eine andere Idee gehabt. Lass das Ganze nochmal machen mit 10 verschiedenen Nationen. Ja, wir dürfen 3 Icons nutzen, weil sonst ist es echt hart oder sehr, sehr schwierig. Aber 10 verschiedene Nationen, wir dürfen 3 Icons nehmen, weil ansonsten, ich wüsste nicht, wie das sonst machbar wäre. Oder auch wahrscheinlich sonst zu easy. Anhand auch noch in andere Ligen gehen und so. Ich hoffe, ihr feiert die Idee. Falls ja, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Weitere Vorschläge sehr, sehr gerne in die Kommentare reinballern. Aber erstmal herzlich willkommen, Tone, der Urlauber. Freunde, was geht ab? Ich bin auch wieder zurück. Ja, ich bin vielleicht ein bisschen braun geworden, aber dafür habe ich immer noch Husten. Kruzifix nochmal. Ich freue mich, hier zu sein, Steini. Und heute gibt es ein knackiges Ründchen. Nun ist übrigens Steini. Letztens wieder am Wochenende ein Tor gemacht, ein Tor vorbereitet. Der Mann ist on fire. Und gegen City auch. Aber immer noch einen schwierigen Stand, ne? So, also auch immer noch viel Meme. Ja. Sachen aber ich glaube, mittlerweile geht das weg, oder? Es muss ja weggehen, wenn er trifft. Irgendwann stummt er die. Ja, normalerweise schon. Warum David Nunes, die Karriere nicht verfolgt haben, werden die Frage wahrscheinlich stellen. An die kann ich nur sagen, check die Karriere auf dem Zweitkanal ab. Die ging jetzt zu Ende. Warum jetzt hier David Nunes? Weil der in der Karriere die ein oder andere wichtige Rolle gespielt hat. Genau deswegen hier mit Nunes. Ja, ja, ey, ich spiele die 4-3-3, die dritte, Ton wie die normale 4-3-3. Ich halte zuerst rein. Dann fange ich an mit dem linken Flügel. Optimus Prime Giggs. Mann von Manchester United. Bei denen läuft es übrigens richtig gut. Manchester, super Verein gerade. Und Luis Figo auf der rechten Seite. Also 2 Icons direkt zum Start. Das ist aber gut für dich jetzt für den... Okay, ja. hätte ich nicht gerechnet mit. Also ich habe Ori und ich habe Rafa. Rafa. Okay, von Benfica. Na, nicht schlecht. Ich weiß nicht, hast du auch eine Icon auf dem Flügel? Irgendwas in die Richtung? Nee. Nicht? Glaube ich nicht. Ich starte mal mit links. Wenn das Menü läden wird, linker Flügel bei mir, der gute Ronaldinho. Oh, welchen hast du denn da? Schau, Schatz, gelbes Morgenabend. Scheiße. Geahnt, dann kommt ins Zimmer, küsst mich auf die Hinterkopf. Er sagt, ciao, Schatz, bis morgen Abend. ich hab nur irgendwas gehört im Hintergrund, wer ist denn da? Scheiße, Digga. Ja. Ich geh links mit Ronaldinho und rechts gehe ich mit Best. Links mit Ronaldinho. Warte mal, wen hast du rechts? Best. Der Best, der steht auf meiner Tafel, ist der Beste und der geht jetzt raus. Ich habe Pires und ja, den Georgia. Ich dachte, du schreibst Garincha auf. Freunde, wir gehen rein in die nächste Runde und ich halte die Tafel rein für Steini. Ich habe mir mal ein bisschen so in Uruguay umgeschaut, weißt du? Da gibt es nur 4 Millionen Einwohner, genauso ähnlich wie in Kroatien. Aber die haben es halt drauf im Fußball. So ein paar Mittelfeldspieler, die sind gut. Okay, das ist erstmal okay. Uruguay kann ich jetzt schon sagen, habe ich überhaupt keinen. Ich starte mit der linken Seite. Da gehe ich mit Busquets. Ja, super. Rechte Seite gehe ich ab nach Italien mit Spinazzola. Und in der Mitte verballere ich den letzten Icon-Spot. Oh Wunder, gehe ich mit einem Mann, rest in peace, Diego Armando Maradona. Der wird im nächsten FIFA wieder dabei sein, gell? Habe ich gehört. Oh, meine Stimme aber nicht, die wird nicht mehr dabei sein. Ich dachte, jetzt kommt aber nicht bei dir im Team. Nein. Schön wär's. Ich habe Uribe, Valverde und Torreira. Ich habe mich echt auf Uruguay fokussiert. Weil das so ein bisschen undercover, wichtig. War aber nicht verkehrt. War meine erste Intention eigentlich. Aber ja, da wir nur... nur eine Nation doppeln dürfen in dem Falle, weil wir 10 verschiedene brauchen, muss man gucken, wo man den ansetzt. Aber hey, ich froh, dass ich mein Mittelfeld behalten darf. Ich halt rein bei dir. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was du gemacht hast. Ich habe auch meine Icon und ich habe auch ein ähnliches Kaliber, würde ich sagen. Und es ist Zinedine Zidane. Rechts gehe ich mit Noble und links gehe ich mit dem 1 Warren. Warte mal, das ist jetzt schwierig. Den könntest du haben, Steini. Wir haben vor kurzem was damit aufgenommen. Luka Modric, roter Blairbeck. Ich bin full auf Premier League gegangen. Ich habe geguckt, wer bringt gute Links. Aha. Eventuell auch mal Nationen doppeln oder so. Ich habe Essien, Jorginho und De Bruyne. Oh, gut. Dann darf ich mal Noble Chair mit euch behalten gehen. Ja, dann weiter mit den Außenverteidigern. Ich halt rein. Alles klar. Ich bin mit einem doppelten Buchstabe gegangen. Doppelten Buchstabe. Also ich bin mir sicher, dass du rechts... Warte mal, Carvajal und Cancelo hast du.
Ich habe Lungenflügel, stimmt, weil mich absolut über Genie. Warte mal, wo ist mein Rechtsattacke? Ah ja, das war ein Rechtsattacke, der hat nicht so viel, was soll ich sagen? Nicht so viel Rating, Steini, es tut mir schon mal leid. Es ist, kennst du diesen Kuhfall, wo man so wirklich, wo eine Kuh wirklich so einen Fall hat, wo die ganzen Äpfel draus springen? Und das ist Kuhfall. Den muss ich leider nehmen, Freunde. Ihr werdet wissen, warum. Und Linksverteidiger Carvajal. Da bist du doch. Ja, ich bin mit dem doppelten C gegangen. Warte Cancelo mal. Carvajal. Nein! Wieso habe ich mich mit... Was habe ich vorhin gesagt? Habe ich Cancelo Carvajal gesagt? Ja, ja. Ah, okay. Ja, perfekt. Wieso freue ich mich dann drüber? möchtest du... Mir war das klar, dass du mit zwei Strongs gehst. Ja, ich werde den Torwartspot da nehmen. Das mit Carvajal, gab es da eine andere Option? Doch, es gab Mondi und Marcelo. Ja, Mondi, du hättest noch Marcelo nehmen können. Ich starte mit der rechten Seite. Mhm. Cordoba. Was? Links. Cordoba, okay. Boah, links ist zu offensichtlich, glaube ich, Dest. Ja. Das ist mein zweiter... Scheiße! Dest war wirklich offensichtlich. Ich hätte jeden anderen einstellen können. Du hast den Amerikaner genommen. Mann! Aber da darf ich einen Linksverteidiger immerhin hinstellen. Ja, ja, darfst du. Und Rechtsverteidiger habe ich Martinez Quarta. Irgend so ein italienischer Liga. Leute. Ihr wisst nicht, wie lange Steinig das gebraucht hat für diese Spieler, ohne Spaß. Das ist schwer, aber du werdest es machen, ganz gefühlt. Ja, du doch auch. Du hast auch überall volle Chemie und so. Deswegen, ich sag dir jetzt schon mal eine Sache. Hatte mal die Tendenz, in die Bundesliga zu gehen zum Schluss. Ich zumindest nicht, aber du schon. Deswegen, zeig mal, was du hast. Ich bin in der Bundesliga? Echt jetzt? Nee, bei dir bin ich nicht in die Bundesliga gegangen. Schade. Und bei dir? Bin ich auch nicht in die Bundesliga gegangen. Ich gehe mit zwei Ligen und verbinde in der Mitte. Ich doppel jetzt zum ersten Mal mit Alaba Arnautovic. Oh, geil. Und packe ins Tor Courtois. Oh, so gemacht. Macht da nichts, Jungs. In Cordoba hat er Arnautovic voll stark. Ja. Ich habe Lacroix, Mukiele und den Herkulasch im Tor. Ja. Also Linksverteidiger kann ich gleich noch einen hinpacken, ne? Isa, habe ich jetzt noch nicht gemacht. Genau. Aber, oh, ja. Immerhin nicht auf einer Seite Bronzespieler. Ja, so ist es. Aber jetzt. Jetzt geht's ans Eingemachte, Jungs und Mädels. Jetzt wird's schlimm. Mein Call ist, du hast 11 verschiedene Nationen. Nein, das ist mein Call. Verdammt! Mein Call ist, dass wir auf Steinis Kanal sind und dass wir die Chwapchi-Köpfe vertreten müssen, denn wir gehen mit Joshua Guardiol. Er nimmt ihn echt. Ich habe wirklich überlegt. Wirklich? Guardiol ist übrigens zurück von der Verletzung. Klostermann. Jetzt. Und im Tor haben wir den guten alten Castells. Dann noch ein bisschen Belgisch. Deutsch, Belgisch, Kroatisch, alles. Der ganze Osten. Mein Call wäre nämlich gewesen, Kohler, Guardiol und irgendein Keeper noch rein. Aus der Bundesliga. Wahrscheinlich hättest du dann so Castells genommen. Ach, komm schon. Ich habe Gomez, Chiellini und Szczęsny. Sehr geil. Sehr, sehr gut. Das gefällt mir. Boah, nee, gar nicht. Man meint einfach, aber am Ende gar nicht so einfach, ey. Voll. Ja, gut. Ich habe zwei Bronzespieler, du einen. Ja. Ich packe hier meinen noch rein, den zeige ich euch jetzt gleich nochmal und dann sehen wir uns im Spiel wieder. Ach du Scheiße, Alter. Ich muss ja hier auch andere Nationen, ey. Akuguro. So, dann gehen wir rein. Gutes Spiel und Kanone, alles klappt. Was hat meiner denn für eine Frisur da vorne? Ja, du hast nur einen Bronzespieler, der ist auf Rechtsflügel. Muss ich merken. Nee, zwei habe ich. Richtig. Ich kann ja heute auch mal nicht so viel Tore schießen. Aber entspannt mal. Oh Gott. Okay, der Keeper. Aber Hornig. Flanken kann er. Hornig! Flanken kann er! Hey. Flanken kann der Bruder! Ey, mein Torwart flanken ungeheuer. Der kann halt echt flanken, der Lümmel. Aber die Fans wollten ihn, gell? Nee, die eigentlich nicht. Der Trainer halt am Ende. Oh! Ja! Luca. Oh, schönes Ding! Mein Modric macht es. Den brauche ich immer wieder. Den Lukita. Oh, schönes Ding, du, ey. Juan. Ja! Steini, du bist so ein Schwierig. Du eine Scheiße! Du wolltest nicht so hopsen, oder? Mann, ich dachte, du holst ihn, weil ich vermeintlich den Ball zu weit vorgelegt habe. Ich schwör's dir. Luca ist es. Er ist wirklich ein Zauberer. Packt der dann Roulette aus in so einer Situation? Das kann nur Luca. Das macht er. Jawohl. Oh, ja. Mann. Hab ich eine rote gekriegt? Nee, gelb. Na. Ja. Yeah, der Torwart ist einfach ein Fleckengott. Digga, ich kann das. Was ballert der für Flanken? Zwei Vorlagen der Torwart.
Ich geh jetzt mal ohne Spaß rein. So ist Scheiß. Ich meine, klar, dauert arschlange, bis du den da hinbekommst, aber... Dann gehen wir in die Verlängerung. Lass doch laufen! Verlängerung, ey! Mann! Jetzt geht er. Ohne Abseits. Ja, das ist zu früh, das war so, komm, zu früh runtergegangen! Und jetzt ist. Ja. Jetzt ist er da. Mit einem Torfügung. Nein! Bitte nicht! Nein! Jungs! Ja! Oh Gott, Steini! Ich musste erstmal abchecken, ob das mein Torwart ist! Du hattest so. Ich wollte nicht blind schießen, aber ich dachte, das ist mein Keeper! Deckel drauf machen. Kann ich nicht. Jo, jo. Da hab ich auch nicht anders verdient, ey. So was Beklopptes. Ich hing so in der Zeitkapsel gerade vom Tor. Heilige Scheiße. Oh. GG. Eieiei. Ich dachte, mein Torwart ist da dran. Nein, mach jetzt nicht überhastet und baller den daneben. Auf einmal sehe ich, es ist Spinazzola und da war ich schon wieder auf der Linie. Ja, du kannst. Okay. Du hast die 4-3, die 4-3, die dritte. 4-3, die dritte, ja. Übrigens, sorry, falls ich heute ein bisschen komisch rede, Freunde. Ihr habt es mitbekommen, das ist kaputt. Du hast zwei Discards. Ich mach's kurz und schmerzlos. Oft tut man gute Spieler ins Zentrum. Okay? Deswegen gehe ich in die Verteidigung und nehme den Torwart und nehme den rechten Sechser. Weil ich will doch was von Zentrum haben plus den Keeper. Gib mir die zwei. Vielleicht ist das gut, oder? Ich dachte, du sagst, ich nehme den Keeper, den rechten Außenverteidiger. Ich jubel mir hier erst einen ab. Und dann habe ich mir kurz Herz in die Hose gerutscht. Rechter Sechser ist bei mir der Man of the Match tatsächlich, Marko Arnautović. Okay. Und der Torwart ist der andere Man of the Match bei mir auf der Seite. Der Bronze-Torwart. Na. Nein. Ja, Jungs, ich schicke den so weg mittlerweile, ne? Nein, SBC-Stein. Ja, also. Natürlich nicht, ja. Hau die weg, Mann, die zwei Kröten, ne? Ja, den Bronze, den brauche ich jetzt nicht die Skat nochmal, der war das auch, ganz ehrlich, das wäre frech, hättest du den gesagt, aber der war einfach gut. Er hat's nicht verdient. Boah, ich dachte, der sagt Rechtsverteidiger, der wäre Ronaldinho gewesen, perfekt. Wo ist Maradona? Andere links für Außenverteidiger. Ja, hast du auch außen dran. Sehr, sehr gerne weitere Vorschläge, falls euch das gefallen hat, wie gesagt, immer gerne Feedback da lassen. In diesem Sinne, bleibt gesund, schöne Restwoche und ja, Zweitkanal abchecken, Karriere könnt ihr abchecken, was der Nunes in der Karriere gemacht hat. Drohne, ich bedanke mich und lass dir das Schlusswort, bin raus. Hey, tschüss. Freunde, hat Spaß gemacht, wie immer. Danke für die Einladung, Steini. Und da würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder. Und by the way, du hast ja richtig gesagt, bleibt gesund, Leute. Weil ich habe Hals, wenn ihr solltet nicht haben. Wir sehen uns bald.